Schönen guten Tag und willkommen zurück zu Poker MMO Folge sowieso mit Mogi Kuhn und Jan Knight. Lauch. Als Maul. Erkennt ihr nicht dieses Lauchvideo? Was hast du da hinter dir stehen? Ich kann das gar nicht erkennen als Pokémon. Achso, ein Kleinstein. Okay. Ich stand gerade so auf der Seite und hinter dir. So, was machen wir jetzt? Gehen wir jetzt erstmal leveln oder gehen direkt weiter? Sagen, also Arena habt ihr beide, oder? Ja. Ja. Genau, danach kommt ja Gary und dann kann man oben in Richtung Bill gehen. Den auch das Pokémon-Dingens-System gehört, das Pokémon-Einlagerungssystem. Da steht immer Bills PC, wenn man da ist. Ein Zubat! Hilfe! Ich hab das habe ich auch gerade gedacht, es tötet mich. Achso ja, hey. Ich level ja immer noch mein Carpador. Darum ist Mogis Nidoran schon entwickelt, weil ich die ganze Zeit mein Carpador habe vorne und die ganze Zeit switche. Das ist voll gemein. Meinst du schon zweimal entwickelt? Zweimal? Kann gar nicht sein. Stimmt, klar, Mondstein. Mondstein. Dann entwickelt sich das zweite Mal. Na, ich würde mit Mondstein aber warten. Nein, scheiße. Man kann es später, man findet noch genug. I know, ja. Aber dennoch, also ich werde warten. Aufgrund dessen von, als Nidorino kriegt man, glaube ich, mehr Items. Also mehr Attacken. Ich weiß es gar nicht mehr, ob so war oder nicht. Ihr könnt es ja in die Kommentare schreiben. Der Einzige, der Kommentare schreibt, bist du. Bei dir. Ja, bei mir. Ach ja, ich bin meistens der Einzige, der... Nein, warte, nicht immer. Manchmal schreiben auch andere Leute bei Kumal Kommentar drunter. So ganz random Leute, aber die kommen auf nie wieder. Einer hat geschrieben, hör doch mal auf, die ganze Zeit Heroes of the Storm aufzunehmen und mach mal wieder was anderes. Ich weiß zwar nicht, was er mit was anderes meinte, aber... Wie lange braucht ihr eigentlich mal für eure Kämpfe? Ich mache immer zwei, während ihr noch am Kämpfen seid. Weil ich die ganze Zeit am Pokémon wechseln bin. Und ja. Ausrede. Weil ich mit einem Pokémon kämpfe, dessen Attacken nicht so wirklich effektiv sind. No. Warte mal kurz. Thorsten, mein Liebling. Thorsten. Pupsi-Pup. Thorsten, Harvey. Einmal kam sie in den Raum und hat irgendwas total Geniales gesagt, aber ich habe gerade vergessen, was das war. Irgendwas richtig peinlich Geniales. Ich habe diese Frau so gefeiert in diesem Moment, ich weiß nicht mehr, was sie gesagt hatte. Thorsten, es wird Zeit für deine Maniküre. Irgendwie so, Thorsten, mein Schatz, und dann hat sie irgendwas gesagt, dass Mogi irgendwas gemacht hat oder keine Ahnung. Es war einfach witzig. Thorsten, wieso sind da weiße Flecken in dem Handtuch? Kein Mogi. Thorsten, hast du mein Kochmagazin benutzt? Da sind klebrige Stellen drin. Könnt ihr mal damit aufhören? Ich versuche gerade mit meiner Mutter zu reden. Ich hoffe nicht. Naja. Ach, zu nice. Bei Harolds Eltern ist ja eh schon alles vorbei. Was Harold angeht oder allgemein? Was bei mir und Harolds Eltern angeht. Harolds Eltern haben schon ihre erste Begegnung mehr oder weniger mit mir gehabt. Als Harold doch mich auf Lautsprecher hat und ich angefangen habe. Leute, ich hab das alles gehört! Ich habe mir dann irgendwann angefangen zu singen, dass Harold Spaß ist und keine Ahnung. Und was weiß ich. Und er hat halt auf Lautsprecher und seine Eltern haben sich voll am Arsch gelacht. Das läuft. Sie slaggen manchmal, wenn man aus dem Pokécenter rauskommt oder allgemein aus der Tür. Achso ja, Pokémon Trick 17. Nicht dahin, man muss rechts nach oben. Ich weiß nicht, warum du hier bist. Pokémon Rote Edition Trick 17. Entweder war es hier oder eins drunter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hier war es nicht. Nein, auf dem Gameboy waren es 7 Schritte. Ich hab's gefunden, hier. Hast du's? Warte. Oh, Thunderbonbon. In der Blume hier. Na, ich hab's. Sehr gut. Wie man einen Sonderbonbon in der roten Edition findet, hier in dem hinteren Haus ist eins versteckt. Ein unsichtbares. Mein kleiner Bruder kann hier irgendwie auf der rechten Seite oben im Rasen irgendwie ein Mio fangen. Ich weiß nicht wie. Ist irgendein Bug. Und in der Safari-Zone fängt er sich ein Rihorn auf Level 100. Hier oben im Haus, also hier einmal hochgehen und dann hinten im Garten. Er schaut mir nicht zu, er rennt einfach weiter. Okay. Ja, ich weiß, was du meinst.
Wo bist du hin, Kuma? Ich hab dich verloren. Ich habe zwei Candies und mein Kampfmodor ist Level 11. Wenn ich gehen würde, wäre es 13. Ich warte, bis es Level 13 ist und gebe ihn Standard. Ich hab 15 und hat kein Tackle gelernt. Was los? Nein, ich hab's schon wieder gemacht. Okay, das hast du wieder gemacht. Ivory. Ich besieg ihn jetzt. Ach so, nochmal zweimal deine Pokémon heilen. Ja, das habe ich auch ganz oft gemacht. Jetzt bin ich immer so vorsichtig, wenn ich das mache. Man lernt aus seinen Fehlern. Das passiert dir irgendwie fünfmal und danach weißt du es, nachdem du richtig gewaged hast. Joy, genau. Ich will mich nicht mit dir unterhalten! Was ist eigentlich für ein Fahrrad? One hit him. Oh, genau. Das Fahrrad ist ja später. Und Zubat. Das wird mich jetzt wieder runter damagen. Mein Nidoran. Ich komme gerade aus dem Pokécenter, das ist mein. Ich muss mal gucken, was ich alles für TMs hab und so. Ja, ich habe auch mal ein paar. Stimmt, ich wollte Aquavelle beibringen, damit wird es viel schneller gehen. Ja, 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 ich will das. Genie. Genie bei der Arbeit. Hast du die Zeit vor Augen? Nein. Ey Leute, wo seid ihr gerade eigentlich alle hin? 6 Minuten. Ich bin immer noch im Rasen. Also es war mir klar, dass es jetzt unter 10 Minuten ist, aber ich wollte nur fragen, ob du sie vor Augen hast. Leute, man muss doch über die komische Brücke da gehen, über den Steg, ne? Ja, da kommt Gary. Ich häng gerade an Ivory fest. Mein Erzfeind. Ein Rivale. Ivory, nicht Ivory. Evoli? Ja. Achso, du hängst an Evoli fest, okay. Evoli in Knights. Alter, Evoli, das Pokémon hole ich mir später sowieso. Das ist dann ja, das kriegt man ja von dem Dach da. So, warte, back. Evoli ist einfach das cuteste Pokémon der Welt, so vom Design her und alles. Ich hab Ivory fertig gemacht. So, Wasser, Aquawelle, beibringen und das Nidoran. Und du vergisst dafür Focus Energy. Plump und weg ist das Item. Okay, los geht's. Oh, mach doch grad die Melodie. Jetzt chillen wir hier ab in Bethania City. Wieso mach ich... Alter, ich mach 0 Damage. Bei wem? An, Jigglypuff. Ich guck mal, ob ich mit meiner Wasserattacke da mehr Damage mache. Pokémon, Nidoran. Männlich. Muss mir immer noch das Würfeln schicken. Nein. Oh komm. Ach, und Doppelkick krieg ich sowieso. Ach nein, mein Nidoran schläft. Ich hoffe, ich sehe später noch einmal. Den Doppelkick krieg ich ja sowieso so oder so gut weg. Wenn er jetzt irgendwann mal aufwachen würde. Aber nein, schlaf weiter, Nidoran. Du kannst ja tot gedamaged werden, gleich bestimmt. Ach nein, die Attacke vom Gegner geht daneben. Okay. Ach, ja. Super effektiv. Ach, die sind so. La 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 la. Und mein Pokémon schläft schon wieder. Leute, ich weiß gar nicht, wo ihr seid. Ich bin immer noch im Rasen dort, wo wir angefangen haben. Hab mich kaum wegbewegt. Warum? Ich gehe gerade über den Steg. Na, dann gehe ich gleich rüber. Nachdem mein Nidoran irgendwann mal aufgewacht ist und Level Up ist, hoffentlich. Ab welchem Level entwickelt sich Nidoran? Ich weiß gar nicht. 15, 16. 54 EP, aber kein Level Up. Nidoran entwickelt sich ab Level 16. Hui. Carpador, Carpador. Ach, Carpador ist voll sexy. Ab welchem Level entwickelt sich Kleinstein, weil ich hab, der ist Level 17 bei mir geworden. I don't know. Na ihr Leute. Du wolltest den doch sowieso handeln mit mir, damit wir den... Ja, ich weiß, ich hab gedacht, der entwickelt sich schon ab 16 weiter, aber da ist nichts passiert. Überleg, ach scheiß auf. Einfach ein. Ja, im Rasen links. Da schafft mein kleiner Bruder eiskalten Mew zu fangen. Ich weiß nicht wie, er ist so ein Lappen. Die Kampfmusik ist voll. Die Musik motiviert mich voll immer. Als ob irgendwas total actiongeladenes jetzt passiert, aber da ist gerade einfach ein Carpador gegenüber eines Raupis. Aber trotzdem klingt es so, als ob... I don't know. Bei dir, Kuma.
Boom, in your face, aber okay, das war nicht so. Nicht sehr effektiv. Und vergiften kannst du mich nicht. Ich bin ein Nidoran. Also mein Pokémon ist ein Nidoran. Oh, ey, guck mal, wie wär's beim Duell? Du pflanzt einen Pokémon zu viel. Hä? No, diesmal habe ich ja kein Shiggy, ne? Jetzt fühlt er sich stark gegen mich. Ja, du brauchst ein anderes Wasser-Pokémon unbedingt. Stimmt's, guck mal? Ich werde mir sowieso gleich wieder Wasser-Pokémon holen. Ich werde mir entweder hier die Entwicklung von Mushas holen oder ein Urop oder ein Seepaar. Also eins von denen werde ich mir auf jeden Fall wahrscheinlich holen. Dann Wasser-Pokémon. So, jetzt kämpfe ich wieder gegen Gary. Gegen Kumar. Das hast du nicht getan. Oh, die Verteidigung steigt. Noch eine Attacke und er wäre tot. Aber nein, seine Verteidigung steigt. Ich hasse es, wenn sowas passiert. Oh, okay, ist dann trotzdem. Nice. Ein Kokuna. Kennt ihr das, wenn ihr euch den Insekt-Pokémon fangt von Anfang an und es levelt und es ist irgendwie schon Level 30, aber ihr es trotzdem weglegt, weil eure gesamten Level 20er irgendwie stärker sind, so gefühlt? Ich weiß nicht, was du meinst, Kuma. Ach ja. Oh, mein Nidoran entwickelt sich. Level 16, ne? Jo. Ja, aber ich bin in diesem Kampf gerade zwei Level abgekommen mit ihm, weil ich nicht die mit Kapador die ganze Zeit am Tauschen war. Nidoran wurde zu Nidorino. Männlich. Pokécenter? Ach, oh, rein da. Und dieser Plot wird voll vernachlässigt. Mann, dieser Knopf. Mist, Leute, ich kämpfe mit dem Falschen. Flug-Pokémon. Dagegen ist mein Nidorino gewappnet. Mit der Welle, Welle. Welches Level ist mein Charakter jetzt eigentlich? Er ist immer noch. Leute, welches Level ist eigentlich euer Haupt-Pokémon? 24, vielleicht 25. Auf 24 auch. Aber ich habe die ganze letzte Folge und diese Folge nicht gelevelt. Und die Musik kommt mir schon wieder so laut, aber nur in diesen Kämpfen. Jetzt 25. So lasse ich das jetzt. Ich hoffe, ich war jetzt nicht die ganze Zeit zu leise, weil die Hintergrundmelodie zu laut war. Eine Abra. Nein. Das Abra ist am einfachsten zu besiegen. Ich glaube, es ist sowieso nur Teleportation. Auf dem Level. One-Hit. Eigentlich. So, jetzt habe ich ihn gefickt, Mann. Ich habe nur noch kein Level ab, das kann doch nicht wahr sein hier. Vielleicht sollte ich kurz das Pokémon wechseln, solange er gerade... Das Pokémon wechselt? Was ist gerade passiert? Wieso hat er einen Doppelklick gemacht? Meine Maus manchmal, ne? Welchen Baro und würde eine Falle erstellen, würde ich ein Bett in der Hölle platzieren? Direkt am Spawn und hoffen, dass jemand so bescheiden ist, um sich einfach mal zu versuchen, aus Spaß reinzulegen, weil das einfach ein Instant-Kill ist, weil das Bett explodiert. Aber bei meinem Glück und bei meiner Maus würde ich wahrscheinlich einfach nur aus Versehen einmal Rechtsklick machen und meine Maus würde einen Doppelklick machen. Ich würde das Bett hinsetzen und mich direkt reinlegen und sterben. Und das wäre mein Baro-Tod. Oh mein Gott, Nidoran hat mich besiegt. Ja. Mein Nido-King ist gestorben deswegen. No. Nidoran, Level 13. Oder wenn ich eine Falle lege. Ich wette, es würde irgendwas passieren. Ich wäre einer, der Fallen baut in Baro. Und ich wüsste da auch schon ein paar, viele... Ach, ich wollte Schnabel einsetzen. Hab mich nur verklickt. Aber trotzdem gewonnen. Ey, ihr seid ein bisschen weiter als ich. Das ist voll unfair. Ich gehe jetzt sowieso erst zurück, mein Dings heilen. Genau, ich gehe hier auch voll langsam durch, aufgrund dessen... dass ich mein Carpador mit level, weil ich hier mal mein Pokémon tausche zu Carpador.
MOG. Hi. So, das ist ja jetzt hier mit den ganzen Pokémon kämpfen, genau. Also ich könnte mal mein Gimeauze, was ich hier die ganze Zeit raushaue, zusammenschneiden und irgend so ein Dubstep-Intro machen auch. Das hab ich noch recht leck. Hi Mogi. Hi. Guck mal, irgendwie treffen wir jetzt immer an dieser Stelle. Ich und Jan gerade auch. Huste, keiner sagt mir was. Wie, das ist super effektiv, was soll das? Nein! Ich hab das Gefühl, wenn ich nicht die ganze Zeit am Labern bin, würde keiner was sagen. Ja, ich bin gerade konzentriert, ich bin kein kleiner Kampf und alles. Pokémon wechseln! Los, Nidoking! Los, Nidoking, gib ihn! Hast du Nidoking? Nein. Los, Carpador! Wow. Schätze Platscher ein! Platsch, platsch. So, mein Carpador ist gleich Level 12. Pokémon wechseln. Wie lange jetzt schon? Ja, yeah, 16 Minuten. Ich will der allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Oh, mein Carpador ist Level 12. Pokémon. Zieh doch nicht alle deine Pokémon zurück, Mann. Das machen manche immer, ich weiß nicht, woran das liegt. Also, manchmal. Weil sie behindert sind. Ja, Pflanzenattacken waren nicht so effektiv gegen Rattan. Bin mir nicht sicher. Darum setze ich einfach Takedown ein. Oh mein Gott, ich habe gar keinen, der Zerschneiden erlernen kann momentan. Soll ich dir Pflanzen-Pokémon leihen? Nein. Warte, bin was. Ach, stimmt, du hast ja Pflanzen-Pokémon. Nein, es geht mir einfach nur darum, dass ich jetzt irgendein Pokémon brauche, noch was zu schneiden erlernen kann für, später, sonst kann ich hier. Ja. Stehe ich immer vor diesen Scheißbomben und kann nicht durch. Ich muss gerne suchen. Ach, nein. Oh, mein Gegner hat Nidoran. Was mache ich jetzt? Nidoran gegen Nidoran kämpfen lassen? Aber mein Nidoran hat Aquawelle, aber ich glaube nicht, dass es das so effektiv ist. Weiß es nicht. Ist das effektiv von dem, und was beides du sind hast, Level 16. Ach, und danach kommt nochmal der, das andere Geschlecht, ne, als Gegner? Nein. Doch. Ich schwöre. Oh, er ist schon wieder zurückgezogen. Mit 4 Pokémon und zieht alle 4 zurück, kurz bevor sie gestorben sind. Ja, passiert mir auch immer. Zubat benutzt. Beißen, echt? Nein, zieh das Pokémon noch nicht zurück. So kriegt Carpador keine EP. Hm. Erst recht, weil die beide Level 16 sind. Eigentlich müssten sie entwickelt sein. Was macht der Trainer falsch? Er wurde wahrscheinlich falsch installiert. Ich bin falsch programmiert worden. Meine Nidorans haben sich nicht weiterentwickelt. Stell mal vor. Das ist wahrscheinlich beabsichtigt, dass die beide nicht entwickelt sind, aber dennoch. Oh, Level 17. Oh mein Gott, ich hab noch. Doch, mein Kauf hat keine EP gekriegt, ich hab's nicht gesehen. Okay, nächstes Pokémon. Fangen wir mal sehen, ob hier irgendein schönes ist. Oh, das ist ja knapp. Ja! Ein Abra, ja! Das habe ich gesehen. 205. Carpador kriegt gar nichts, weil das Pokémon gewechselt wurde. GG. Okay, Abra benutzt teleportieren. Heftig, scheiße. Du musst es irgendwie stunnen oder so. Und oben ist ein getarnter Team Rock-Typ, ne? Oder? Wenn ich habe nicht mal eine Attacke benutzt. Was hast du gerade gesagt? Oben ist so ein getarnter Team Rocket-Typ, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Jetzt die ganze Zeit, wenn man Shift gedrückt hält, weil das Pokémon Center geht, dann backt das so rum. Ja, ansprechen. E, gib ihn, gönn dir. Hä, was ist das für ein komischer Typ?
Ich sehe, du hast vom Gras gegessen. Oder auch nicht. Okay, mein Spiel lags. Alter, so lange entwickelt er sich endlich weiter. Ich bin schon Level 19 damit. Mit deinem kleinen Stein? Ja, lass mal handeln. Vielleicht funktioniert's ja dann. Nein, der muss erst die nächste Entwicklung haben. Okay. Ja, ja, das muss er. Georock. Yo, mein Spiel hängt. Was? Warte, wie kann so ein Spiel hängen? Man darf nicht mit Shift gedrückt halten durch Gebäude gehen. Ja, außer dann. Nein, keine Ahnung, es hat sich aufgehängt. Stumm. Okay, ich pausiere kurz die Aufnahme. Ah, okay, geht weiter. Läuft. Es sind sowieso 20 Minuten schon rum. Ha. Voll. Guck mal, du musst deine Aufnahme beenden und die neue anfangen. Also willst du gleich nächste Runde direkt in der nächsten Runde anfangen? Was? Ich mach noch den Kampf, das ist sowieso nur ein Mensch hier. Also willst du deine Aufnahme jetzt beendet lassen und nicht auf Wiedersehen sagen zu deinen Zuschauern? Ich werde sehr enttäuscht sein und ein Dislike da lassen. Okay. Moment. Was ist mit den ganzen Fixern allen falsch? Bei mir hat keiner zurückgezogen. Und jetzt zieht jeder immer zurück. Warte, du bist nicht mehr in der Aufnahme? Also du machst das außerhalb der Aufnahme. Oh Mann, ich hätte gleich Schnabel einsetzen sollen, jetzt werde ich wegge... Jo. Ich bin noch in der Aufnahme. Ja, okay. So. Oh, hey, ihr beendet die Aufnahme, okay, wenn ihr beide am Ende seid, würde ich sagen, oder? Nein, ich meine, Nidoran ist tot. Nein, ich habe nicht aufs Leben geachtet. Nidoran! Okay, jetzt benutzt War Turtle. One hit jeden und dann gehe ich kurz weg und Nidoran wiederbeleben. So, und vorm Poker Center treffen wir uns dann und... Ich habe ein wildes Raupi gefunden. Geil. Den hole ich mir. Oh, ich habe ihn getötet. Oh, mein Beileid. Das trifft dich bestimmt sehr tief. Ja. Was? Was? Hast du gerade gesagt, sehr tief? Mhm. Ja, unter der Gürtellinie trifft es dich. Okay. Dann werde ich jetzt einfach nur das Taubsi schwächen und dann vernichten. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen sehen und so. Ho, bist du dir sicher? Jemand will mich zum Battle herausfordern. Und zwar, ich sehe keinen Namen. Ach da. Nein, danke, Dude. Nein, danke. Ich will auch ans Meer. So, wollen wir uns hier verabschieden oder willst du noch rein? Wo seid ihr? Ach da. Puh. Er ist reingegangen. Ja, ich bin reingegangen. Mein Nidoran ist tot. Nein, rettet es. Guck mal, du musst mir noch zeigen, wo dann das Sonderbonbon liegt. Jo, kann ich machen. So, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Oder wollen wir zum Sonderbonbon laufen und uns verabschieden? Ja, während dem Verabschieden. Also während zum Sonderbonbon laufen verabschieden wir uns. Also, danke fürs Zuschauen. Habe ich ja schon zweimal gesagt. Ein drittes Mal wäre es lächerlich. Schaut auch bei Jan vorbei. Und Jan Zuschauer, schaut bei mir vorbei. Ich mache auch andere Let's Plays. Terra, Heroes of the Storm und Stuff. Nicht mit Shift durch Türen laufen, das ist... Jan, komm. Ich verlinke ihn unten in der Beschreibung. Ja, ich mach tschüss. Jan, hier liegt gestern eine Bombe da. Moment, mein Bildschirm ist gerade schwarz. So. Ich glaube, ich bin mit Shift durch Türen gelaufen. Hä, wo seid ihr hin? Geradeaus weiter, in den Garten. Genau dort, wo ich hingucke, liegt das Sonderbonbon. Das liegt in irgendeiner Blume, liegt das. Nein, das liegt genau hier. Schon. Okay. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ich bin ein Sonderbonbon. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ciao.